Guten Morgen, wir sind gestern ganz spät Abend hier in der Lübecker Bucht angekommen. Und schaut euch mal diese wunderschöne Aussicht an. Da hinten ist das Meer. Und das könnten wir heute Nacht, die ganze Nacht mehr oder weniger hören. Und das ist so schön hier. Und jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Das ist jetzt das erste Mal dieses Jahr, dass wir am Meer sind. Und ich habe das so vermisst, das ist so schön hier. Hotel Strandkind und ich mache mal eine kleine Hotelführung mit euch. Hier ist der große Essens- und Frühstück- und Abendessensraum. Hier hinten seht ihr ein Regal voll mit Büchern und Spielern für die Kinder und eine Bar und da hinten ist sozusagen der Frühstücksbereich. Und hier gibt es so eine richtig gemütliche Ecke, wo man sich sitzen und ausruhen kann. Und da hinten ist dann quasi hinter den Dünen das Meer, was wir oben in der zweiten Etage auch sehen können. Das Hotel ist ganz neu, das wurde erst im Sommer diesen Jahres eröffnet und ist komplett im Familienbetrieb. Und ich zeige euch mal hier unser Zimmer. Und zwar hier hinter dieser lustigen Wand mit dem Fernseher, den man drehen kann. Also einmal im Wohnzimmer ist der Fernseher und dann kann man den so rumdrehen. Und vom Bett aus Fernseh schauen. Wir schauen jetzt kein Fernsehen, aber ist trotzdem ganz witzig. Genau, also hier ist Bett, da schlafen wir. Und drüben gibt es noch so eine Art Kinderzimmer mit einem Doppelbett für die Kinder oder das Kind in diesem Fall. Genau, und da gibt es da hinten noch ganz viele Ablageflächen mit einem Schrank. Und jetzt gehen wir mal in das Badezimmer. Genau, jetzt gibt es hier auch einen Spiegel und das Bad. Meine große Dusche, Toilette, Spiegel, Föhn, ist alles da. Es ist wirklich sehr, sehr schön und sehr gemütlich und gefällt es sehr gut und vor allem auch der Ausblick ist toll. Wir schauen direkt aufs Meer und man kann das Meer auch hören, wenn das Fenster offen ist. Mal rausgehen auf den Balkon. Genau, so sieht es hier aus. Einfach traumhaft. Hier in der Lübecker Bucht gibt es so viel zu tun, wir wissen gar nicht, was wir zuerst machen sollen.
Erik ist jetzt gerade in einer Zauberschule. Es gibt so ein Ferienprogramm, wo Kinder tagsüber zaubern können. Und am Freitag gibt es eine große Abschlussgala, wo alle Kinder ihre erlernten Kunststückchen vorstellen können. Und wir gehen jetzt los, holen ihn ab und dann fahren wir an einen ganz besonderen Ort. Wir sind jetzt auf dem Weg in den Hansapark. Wir sind im Hansapark und während die Jungs hier mit diesen beiden Achterbahnen fahren, die ein Looping machen, warte ich lieber hier am Rand, denn ich mag das überhaupt nicht. Ich traue mich nicht.